إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كبريزن زي الله سبحانه وتعالى und die Gebete und die Frieden seien auf dem Allah محمد صلى الله عليه وسلم, seiner Familie, seine Gefährten und die denen, die ihm folgten. Allah سبحانه وتعالى sagte im Surat al Imran: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق illa ولا تَمُوتُنَّ إلا die ihr er glaubt, فشئت الله إِنْ يعني الله من ال الله الله سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. O ihr Menschen, فرشتت Eure Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf er seine Gatten, und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten, und fürchtet Allah, indessen ihr ein ander bietet,

so lässt er eure werke als gut gelten und vergibt euch eure sünden und wer allah und seine gesandten gehorcht, der erzielt ja einen großartigen erfolg die wahrhaftigste rede ist das buch allahs der koran gesegnet und erheben ist er und die beste führer und die beste Führung und der Führer ist unser Vorbild, unser Meister Muhammad Allahs Gebete und der Frieden seien auf ihn. Wir sind und befinden uns in heiligen Monat Allahs, Rajab. Rajab ist die Schlüssel. Zu den Monaten der Güten und des Siegens. Hagan Rajab, Cha'ban, Ramadan. Und wer im Ramadan was erreichen möchte, muss ab jetzt anfangen. Das Bepflanz vor das ganze Jahr muss im Rajab bepflanzt werden. Im Shaaban wird sie größer, bekommt Verzweige. Und im Ramadan kann man die pflücken. Und nur diejenigen, die glauben. Und die, was dafür getan hat, die werden im Ramadan was beflogen. Und kurz nach Ramadan ist der Monat Zilhijja, die Reise zur Ummul-Quran, zu Mekka, für diejenigen, die das können, Allahs Haus zu besuchen. Wer also in seinem Buch oder in seinem Buch, sein Buch mit vielen Sünden geschwärzt hat, diese Zeit ist die Zeit, um sein Buch zu beleichen, um sein Buch sauber zu machen. Diese Zeit ist die Zeit, die man bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung suchen. Wer sein Leben verbeugt hat, was gut zu machen, was gut zu tun, das ist die Zeit dafür. Ich starte jetzt an. Ich stehe in der Nacht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und tagsüber faste vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der verehrteste Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der das Verbotene vermeidet. Diese bepflanzt, bepflanzen oder diese Baum, Jahresbaum, was man im Rajab bepflanzt, braucht ein reines Boden. Stell dir vor, du hast einen Garten, du willst einen Baum pflanzen. Das Boden muss gesund sein. Die Boden muss gesund sein. Die Erde muss gesund sein. Den Samen muss gesund sein. Und unsere Herzen, das ist der Boden von diesem Baum des Jahres.

الله und er liebt die, die sich reinhalten. Allah sagte auch, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Sag, um Diner, die ge <coughs> gegen euch selbst maßlos gewesen seid, Verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. <laughs> Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja Allvergebende und Barmherzig. Und wir Menschen von Adam a.s. bis letzte Menschen auf dieser Erde suchen immer bei Allah Vergebung. suchen immer bei Allah Verzeihung. Unsere Vater und Mutter, Adam und Hawa, suchten bei Allah subhanahu wa ta'ala Verzeihung. Sie sagten, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sie sagten, unsere Herr, Wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst und dich unsere erbarmst, werden wir ganz gewiss zu dem Verloren gehören. Das ist Adam alayhi. Mhm. Noch nur Segen und Frieden auf ihm sein, sagte, und rufte sein Volk, um Vergebung bei Allah subhanahu wa zu suchen. Fa -qultu rabbakum. انه كان غفارا، Ich sagte, also نوح عليه السلام, bietet euren Herrn um Vergebung. Er ist ja allvergebend. Was passiert, wenn man Vergebung bei Allah سبحانه وتالى sucht? يرسل السماء عليكم مدرارا So werde er den Regen auf euch er <coughs> ergiebig senden. Und euch mit Besitz und Schön unterstützen, und für euch Gärten machen und für euch Pische machen. Also, wenn man das Leben möchte, und wenn man das Jenseits möchten, möchte, so viel ist der Allah subhanahu wa ta'ala. أو موسى عليه السلام أندهارون زك قال رب غفلي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين موسى زكت مين هي فاجيب نخ Ibrahim عليه السلام, Segen und die Frieden, Seymit Iim, Zakti Rabbi Jalni Muqim As-Salati, ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. Mein Herr, Mach dass ich das Gebet verrichte. Ibrahim عليه السلام بيتت Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass er das Gebet richtig verrichtet. Mach das Gebet Vor sich allein. Ibrahim war nicht egoistisch. Ich und auch einige aus meiner Nachkommenschaft und sage Herr und die nimmt mein Gebete an. Und sage Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tag. لأنه سيحدث إبراهيم عليه السلام يقوم بالدعاء ومعه إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم الله فَاعْلَمْ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Wiss also, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und die Bitte um Vergebung vor deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt eure Wandeln

Und im Hadith, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gebete und die Frieden sei mit ihm sein, sagte vor Aisha radiallahu anha, O Allah, vergib Aisha ihre vergangenen und ihr zukünftigen Sünden. O Allah, vergib ihr, was heimlich und was sie offenbarte.

Ein Bittgebet bei Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Dass Allah unsere Sünde vergibt. Dass Allah unsere Sünde verzeiht. Und diese Verzeihung ist vor keiner so nah, von einer, der vor sich selbst Verzeihung und Vergebung bei Allah sucht. و المسيحية محمد صلى الله عليه وسلم سلم فإنها أم الله سبحانه وتعالى تعالى ولو و لو أنهم إظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. و لو أنهم إظلموا أنفسهم و لو أنهم الله توابا رحيما. und der Gesandte für sie um Vergebung bitte, werde sie wahrlich Allah Reue annehmend und barmherzig finden. Also Allah ist barmherzig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat vor dich bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebeten. Was fehlt noch? Unsere Ruhe, unsere Taube. Und das ist die Zeit vor Taube. Das ist die Zeit, wo wir die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala suchen und bieten. Sogar die Engel bitten Allah subhanahu wa ta'ala. فودينج لويبجن فيجيبون. زكت الله سبحانه وتعالى ام سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دينيجن ان عرش الله سبحانه وتعالى تَرَاج Und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, die Engel, die um seine Umgebung sind, ihren Herrn, sie lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Und die glauben an ihn und bieten um Vergebung für diejenigen, die glauben. Unsere Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und in deinem Wissen. So vergib diejenigen, die bräuen und deinem Weg folgen, und die bewahre sie vor der Strafe des hohen Brands, des hohen Feuer. Subhanallah. Ist der Fahr, Reue, Taube braucht jedes, jeden Mensch. Von Adam a.s. bis unserer Zeit. Und bis zum Rechnungstag. Ist der Fahr und Taube ist nicht nur, damit Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergibt. Ist ein Bezeichnung. eine Bezeugung für unsere Unfähigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Unfähigkeiten, unsere Unfähigkeit dass wir allah subhanahu wa ta'ala richtig anbieten können dass wir allah subhanahu wa ta'ala wie er verdient anbieten können alle unsere taten führen vor der Fahr. gucken wir uns im gebet an was wir bieten wenn wir gebete verrichten في بيت الله أم سورة الفاتحة ومستغفر. بايم ركوع بيت في الله مستغفر. بيم سجود بيت في الله مستغفر. أنفقيبنك نخدم قبيط. دراين درايسش مال سبحان الله دراين درايسش مال الحمد لله دراين درايسش مال الله أكبر. عند هندته لا إله إلا الله وحده لا شريك له ها. 100. Dann sind die gesamt 100. Warum? Sagte im Hadith, dem Prophet sallallahu alaihi wasallam: Werde Allah eure Sünden, wenn sie mehr als Sabad kennt ihr diese Schaum, was im, im Meer ist? Wenn eure Sünde mehr als das, werde Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Also es geht das Ganze um Istighfar.

Die Zeit dafür. Man denkt nicht, dass wenn Ramadan kommt, dass die Offenbarung auf uns alle kommt und wir werden auf einmal so engeln im Ramadan. Man braucht dafür Vorbereitung. Ein Sportler, ein Sportler, ein Sportler der in einem Wettbewerb teilnehmen möchte. Kommt er ein oder zwei Tage dafür und bereitet er dafür äh, sich dafür? Oder monatelang dafür bereitet er sich. Genauso, wir müssen uns vorbereiten vor diese segenden Monaten. Wir fangen ab jetzt an, zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen zu reinigen. Da kommt alles. Da spielt alles in unserem Herzen. Wenn das Herz nicht rein ist, ist egal, was man da rein gibt. Durch den Istighfar reinigst du dein Herz. Durch den Istighfar Wer dein Herz saubern. Dann kannst du die Worte von Allah Subhanahu wa Ta'ala anfangen. Es gibt eine Regel, von Ulama, die sagten, at qabla at damit du dein Herz oder damit dein Herz bereit ist, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala anzunehmen, musst du ihn erstmal säubern. Von alles, von allen Krankheiten, was drin steckt. Wir hören die Worte von Koran nicht, weil wir nebenbei Musik hören, Lieder hören. Und die beiden kommen nicht in einen Platz. Allah subhanahu wa ta'ala ist einzigartig, der kein Teilhaber hat. Und die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala möchte auch kein, kein Teilhaber haben. Es ist dein Herz ist ein Platz, in die rein mit dem Worten Allah subhanahu wa ta'ala. Oder die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala gehen weg und dann kennst du dein Herz wie du möchtest fühlen. Ja. Also das Herz ist das Hauptstück in deinem Körper. Wir beten im Ramadan 30 Tage, wir machen Qiyamlai, wir lesen vielleicht ein paar Mal den Koran durch. Und nach dem Ramadan keine Einwirkung dafür. Sogar im Ramadan keine Einwirkung dafür. Es geht nicht. Wir haben keinen Knopfdruck. Wo wir darauf drucken dann sind wir ganz andere Menschen. Der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist lang. Und diesen Weg geht man mit seinem Herz durch. Wenn du diese Zeit verpasst, dann verpasst du viel. Ganz jahr lang schreiben die engen um unsere Bücher. Und dem Prophet alaihi wasallam, sagt, zwischen Ramadan und Ramadan ist Zeit um die Vergebung. Zwischen Hajj und Hajj, zwischen Umrah und Umrah. Und die Zeit kommt. Also, wir müssen aufwachen. Wir müssen jetzt starten. Alhamdulillah, wir sind im Ni'ma von Allah. Subhanahu wa ja? Wenn man um die Welt schaut, Alhamdulillah, wir sind im Nerem. Unsere Brüder bei dem Erdbeben, sie sind schlafen gegangen. Normal, wie jeden Tag, wie wir jeden Tag machen. Wir gehen schlafen und sagen, morgen. Wenn wir Inshallah sagen, dann ist das was Gutes. Morgen, Inshallah, mache ich das und das und das. Und die haben so große Pläne für die Zukunft. Sie haben nie gedacht, dass so etwas passiert bei denen. Der Tod ist so nah von uns. Mehr als, als wir denken. In Sekunden, weniger als Sekunden, ist man tot. Und wenn wir jetzt keine Reue bei Allah subhanahu wa ta'ala geben. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala jetzt nicht um Vergebung suchen bitten, um Verzeihung bitten. Wann denn? Ein Jahr kommt und ein Jahr geht. Ein Jahr kommt und ein Jahr hm. geht. Die Zeit rennt. Und irgendwann ist die Ende von jeder von uns. In einer Stunde. in einem Tag, in einer Woche, die kommt. Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Du bist hier auf dieser Erde, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Nicht um Häuser zu bauen. Nicht um Vermögen zu sammeln. Nicht um Kinder zu bekommen. Nein. Um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt zu lernen. Dafür sind wir auf dieser Erde. Jeder von uns sucht Glücklichkeit, Zufriedenheit. Das ist aber prinzipiell. Jeder sieht die Glücklichkeit und Zufriedenheit, wie er es möchte. Eine, eine sieht das im vermögen im geld eine sieht das im schöne frau eine sieht das in ja gute position die alle wenn sie das auch haben sind die auch unglücklich ja die sind auch unglücklich der einzige der glücklich ist der nach von allah subhanahu wa taala der seinen Sinn in diesem Leben, sein Ziel in diesem Leben verstanden hat. Allah gibt dir alles, alles gibt dir Allah. Geld gibt dir, Gesundheit gibt dir, Kinder gibt dir, Frau gibt dir, Arbeit gibt dir. Was musste Allah von dir? Nur eine Sache. Dein Herz. Dass dein Herz vor Allah subhanahu wa ta'ala bewegt. Du machst einen Schritt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommt zu dir. Allah hat alles auf dieser Erde für dich erschaffen. Und er sagt dir, komm zu mir. Und werden alle Dinge, die auf diese Welt, zu dir kommen. Wir müssen es verstehen, warum wir auf dieser Erde sind. Wir müssen daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Ganze für uns erschaffen hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz möchte. Ja? Unsere Taten, ja? Gebete und Fasten. Und so. Allah möchte von uns das nicht. Er kann auf unsere ganzen Taten verzichten, Allah subhanahu wa ta'ala. Freiwillig müssen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala hinkommen. Manche Leute kommen nicht freiwillig. Die kommen nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine schwere Krankheit gibt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala arm im Armutzustand liegt. Geh, kehre zurück, freiwillig zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist dein Ziel in deinem Leben. Zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zeit ist dafür, Rajab ist dafür, bepflanzt deinen Jahresbaum in diesem Monat, dass du Ramadan erleben kannst, anderes Ramadan erleben kannst, ja? dass du Ramadan fühlst. Das ist die Zeit. Verpasst diese Zeit einfach nicht. Allah ist jede Zeit da und du hört dein Bettgebet. Erwartet, dass du den Schritt machst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst. Dass du die Ver Verzeihung bei Allah subhanahu wa ta'ala suchst. Und Allah hat uns versprochen, wenn wir die Bet Gebete machen, dass er die annimmt. Was möchten wir eigentlich mehr? Allah ruft uns jede Zeit und er sagt, wenn ihr Allah Subhanahu wa Ta'ala betet, ich nehme eure Bittgebete an. Ich erfülle eure Bittgebete. Interessiert uns das nicht? Glaube ich nicht, ne? Jeder von uns, wenn er weiß, dass er schwach ist, dass er ein Mensch ist, dass er ein Schöpfer Allah Subhanahu wa Ta'ala ist muss genau wissen sein, dass er irgendwann am Ende vor Allah subhanahu wa allein steht. Du gehst allein in dein Grab. Du wirst allein vor Allah subhanahu wa stehen und du wirst allein gefragt, was du in deinem Leben gemacht hast. Bereite dich vor diese Fragen vor. Bereite dich vor nächsten Monaten vor und denke immer daran. لكن الله فاتت أو في الله فاتت أو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك